Einen wunderschönen guten Morgen zum Tag 2 von unserem Videotagebuch. Wir haben heute den 25. ca. 05:15. Es ist leichter Nieselregen, es ist komplett bewölkt. Schauen wir mal. Wir werden jetzt gleich zum ersten Stand fahren und mal schauen, was der Morgen heute so bringt. So, der Stand 1 sind wir fertig. Ist leider nichts gesprungen, ist aber auch leider beim Herfahren haben wir ein paar Stückchen verjagt. Haben wir aber schon einen Bock treiben gesehen und ein paar sind nochmal angestanden. Aber bei dem Stand haben wir leider kein Glück gehabt. Jetzt schauen wir zum zweiten und schauen, was da kommt. Gar nichts, oder? Also wir sind jetzt da, Stand Nummer 3. Da ist uns jetzt leider nichts gesprungen, aber nur ganz kurz, warum haben wir den Platz ausgesucht haben. Man sieht im Hintergrund weite Felder, da oben am Hub hinten ist ein Gugelrotor. Und da hat man eigentlich verhofft, dass da was rauskommt, weil wir zu den frühen Morgenstunden da einen Rehbock gesehen haben. Wir wissen aber nicht, ob da die Gors zum Beispiel dabei steht und deswegen nicht gekommen ist. Da ist jetzt geschickt, mein Alex, weil er da ein bisschen auf dem Hub steht und in den hohen Gemüse da gut verdeckt ist. Ich bin da auf den Raum gesessen mit meiner Lockeis, dass ich da ein bisschen einen Sicherheitsabstand habe. Und so wie es da jetzt war, wir waren da ungefähr 20, 25 Minuten irgendwo in der Gegend. Ja, warum so laut, so lang? Das ist gerade im Mais hinten, falls da wirklich was drinnen ist, ist mit der Akustik relativ schlecht. Und da kann es auch sein, dass er von weiter kommt, weil dahinter bei noch mehr Mais ist. Aber ja, hat bei dem Stand jetzt nicht gefruchtet, aber schauen wir, wie es weitergeht. Wir sind jetzt wieder in einem Revier an der tschechischen Grenze bei der Marie daheim. Am Vormittag waren wir ja getrennt, war der Matthäus mit dem Alex, ich war mit einem Freund von mir unterwegs. Bei uns hat es gut gepasst, beim Alex leider nicht so. Wir haben jetzt vom Wetter her ist es sehr stark bewölkt, es hat untertags sehr viel geregnet. Wir werden heute ein bisschen früher beginnen, weil eben nicht so eine starke Sonneneinstrahlung heute ist. Wir werden jetzt einmal in Hochwald schauen. Es ist jetzt ca. 17 Uhr, noch später. Wir machen jetzt einmal 2-3 Stände im Hochwald, weil es da in der Gegend noch wirklich schöne Fichtenhochwälder gibt. Das heißt, die werden wir uns jetzt einmal anschauen und dann werden wir in die Felder rausgehen. Und zu dem nehmen wir euch jetzt einmal mit. Thank you.
jetzt den ersten Stand im Wald plattelt. Es ist ein alter Bock gesprungen, aber wenn man da sieht, ist das doch relativ eng. Und das war von den Schussschneisen her nicht so. Der Bock ist gut gesprungen, ist relativ schnell sauber. Ich weiß nicht, ob wir ihn irgendwo drauf haben. Aber ja, er war auch alt, aber gekriegt haben wir nicht. Und man sieht schon im Wald, da jetzt, wie man auf dieses Lichtschattenspiel aufpassen muss, man sieht immer wieder, wo die Sonne jetzt durchleicht. Und auf das muss man immer gut Acht nehmen, dass man sich da nicht einsetzt. Wir schauen weiter. Wir haben jetzt den zweiten Stand im Wald. Am ersten ist ein Alter gesprungen, war sehr dabei. Jetzt war es ganz eine interessante Szene, Bock hat ein Gas getrieben. Dann ist der gesprungen, der hat den wieder vertrieben und der andere war deutlich besser und der Matthäus hat jetzt den Schwächeren der beiden, ganz einen klassischen Abschussbock, nicht viel dran entnommen. Auch von mir ein kräftiges Weibernseil. War ein super Jagderlebnis. Es war da wirklich Bewegung, da sind der Bock ist gerannt mit der Gas und ein Kitz dabei und dann der kommen und den verjagt. Also war wirklich eine spannende Geschichte. Man sieht da jetzt wieder schönes Licht- und Schattenspiel im Wald. Wunderschöner Hochwald. Ja, wir schauen am nächsten Stand. Es wird jetzt schon dunkel, da wird es also nicht dunkel, aber die Sonne ist schon relativ weit unten. Jetzt gehen wir auf die Felder, weil die Rehe schon ausziehen. Wir haben gerade einen Bockerbock aus daheim gesehen. Kommt mit. Thank you.
Ja, wir haben jetzt am letzten Stand, hat der Gerhard noch einen Bock geschossen, ist super gesprungen. Der Hansi, da ist toll filmen können. Matthias und der Gerhard holen gerade den Bock. Alles auf Video. Schauen wir uns einmal an. Super Bock. Super Bock, Gerhard. Ein ganz kräftiges Wertmannsheil. Ja, ein langer und ereignisreicher Jagdtag geht jetzt zu Ende. Wir sind da an der tschechischen Grenze im nördlichen Waldviertel. Es war heute ein sehr, sehr guter Tag. Es sind jetzt am Abend auf jeden Stand weggesprungen. Wir konnten zwei erlegen, wo der Hans eh alles gut gefilmt hat. Wir haben vom Wetter her sehr viel Glück gehabt heute. Es war untertags einmal recht heiß. Hat jetzt dann zugezogen. Und Beck haben super reagiert. Wir haben heute den 25. Und sie sind richtig gut gesprungen. Also es war auf jeden Stand gut Bewegung. Und wir werden jetzt noch ein bisschen was Abendessen und dann schlafen gehen. Und was wir morgen machen, sagt euch jetzt noch der Matthäus. Ja, morgen in der Früh werden wir sich genauso da aufhalten, wo wir heute auf die Nacht waren. Wir werden gerade am Anfang, also in den frühen Morgenstunden, da hell werden, irgendwo Waldwiesenkanten oder auch schon eine Acker, irgendwo da, wo es freier ist, aufhalten. Und das merkt man dann nicht, das schläft relativ schnell ein und dann werden wir sie wieder in den Wald verschüssen und da unser Glück probieren. Und dann schauen wir einfach, was sie tut morgen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wartmannsheil. Wartmannsheil.